Yo, moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren RimWorld Video. Und ja, hier ist eine Gauralan-Kapsel gerade gelandet und ihr kennt die ja. Das ist ja besonders toll, weil wir jetzt hier schön einen Baum pflanzen können. Wir brauchen natürlich den mit der Feldarbeit, der wird sich auch damit dem verbinden, das wird der Sephiroth sein. So, den können wir jetzt auch anpflanzen. Und ich würde sagen, das machen wir auch ja, ungefähr hier. Ich weiß noch nicht genau wo. Ich glaube hier. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Oder mittig, weil dann haben wir da immer Verteidiger. Aber ich würde sagen hier. Das machen wir mal. Oder so. Auf jeden Fall starte Baumbindung. Ich würde Sephiroth sagen, dass der sich mit dem Baum verbindet. Genau, werden wir mal kurz hier ein paar Screens machen. Und zack. Übrigens, falls auf RimWorld steht, Däumchen nicht vergessen. Abo könnt ihr auch gerne da lassen. Und dann seid ihr hier mal auf dem Laufenden. Wird auf jeden Fall mehr kommen. Und ja, haben wir uns da schon mal verbunden. Das ist sehr schön. Dryadenkaste würde ich sagen, Krallendryaden. Gibt noch die Gaudryaden. Eine drin, die neue. Ah. Glauben. Glaubengrundlage fehlt. Beziehung zu den Bäumen. Ah, also das hier kann man nur machen, wenn man eine Beziehung zu den Bäumen hat. Das ist auch interessant. So, Krallendryaden will ich haben, dass wir Verteidigung hier ein bisschen haben. Den Rest kriegen wir momentan ganz gut hin eigentlich. Was die Böden angeht, ich würde sagen, Schieferböden können wir machen. Sehen, was hier noch so in der Nähe liegt. Sandsteinbrocken. Wobei Sandstein können wir eher machen, ne? Na, Schiefer haben wir gar nicht so viel, leider. Ein paar Marmorblöcke brauchen wir auf jeden Fall noch. Aber unser Sklave Rabe macht das schon. Pimperli geht's nicht so gut. Warum geht's Pimperli nicht so gut? Abweichende Gedanken, will Menschenfleisch. Deserteur. Das Exodusreich. Das waren noch die Guten, ne? Ja, nee, da werden wir nichts für annehmen. Kein Deserteur, geh mal schön weg, Alter. Das bringt nichts. Holzfällerlager hätten wir noch in der Nähe, da können wir ein paar Leichen abgreifen. Da die Menschenfleisch, mehr Menschenfleisch wollen, wäre es eigentlich sinnvoll. Aber gucken wir mal. Ich lasse das erstmal so weiterlaufen. Ich hoffe, wir kriegen auch bald eine Reliquie. Ich fand das nämlich richtig cool, die Mechanik mit der Reliquie. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Hier ist ein Holzfällerlager. Fraktion Goliath. Goliath. Keiner von unseren bisherigen hier. Die könnten wir eigentlich angreifen. Kriegen wir vielleicht einen Männigen? Vielleicht ein bisschen. Na, Holz brauchen wir aber eigentlich nicht. Deswegen würde ich sagen, es ist eigentlich unnütz. Ne, lassen wir das lieber. Jetzt erstmal dann gleich Sandsteine herstellen. Erst brauchen wir genug Marmor für die ganzen morbiden Platten. Die habe ich mir nämlich hier reingestellt, weil ich finde die wirklich cool. Seht euch das an hier. Wenn das nicht sexy ist, oder? Ich sag's mal ohne das Planning. Das sieht doch extrem geil aus hier. Ich finde das total cool. Dann will ich noch morbide Sachen hier reinmachen. Die mache ich wahrscheinlich aus Sandstein. Und zwar werde ich dann, ich zeige euch das mal eben. Hier morbide Fliesen aus Sandstein können wir hier reinmachen. Wenn wir hier so
Ne, morbide Fliesen. Finde ich gar nicht schlecht. So, auf jeden Fall, er verbindet sich jetzt immer mit dem Baum hier. Das ist wirklich sehr gut. Wir haben jetzt zwei Dryaden hier. Also 0 von 2. Das ist nicht schlecht. Also Sephiroth scheint sich da auch wirklich drum zu kümmern. Das ist sehr gut. Haben auch ein bisschen Verteidigung hier, falls mal irgendwas schief gehen sollte oder wir gerade nicht so viele Leute da haben, haben wir dann hier ein bisschen ein Backup. Ja, was Rabe angeht, müssen wir mal gucken, ne? Auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen weiterbauen und dann werden wir, denke ich, dann heute auch hoffentlich noch die Reliquie machen, wenn da ein Reliquien-Ding kommt, wovon ich eigentlich mal ausgehe. Ja, Pimperli ist verwirrt, ist schon okay. So, wir müssen uns auch noch um die Böden kümmern, habe ich gerade gesehen. Fliesen aus, beziehungsweise Platte aus Sandstein, würde ich sagen. Oder Fliese aus Sandstein. Das glaube ich, ne, das sieht gut aus wenigstens. Braucht ein bisschen länger, aber ist ja nicht schlimm. Hier, wo die ständig langlaufen, das sollten wir auf jeden Fall mit Sandstein machen. Dann haben wir hier nämlich auch schon mal ein paar Wege. Na, und so lange dauert das gar nicht. So, hier seht ihr, habe ich mir noch was überlegt, wie man das noch schöner machen kann. Da haben wir dann ein paar schöne Symbole. Allerdings kommen dann immer andere bei rum, das ist ein bisschen merkwürdig. Seht ihr das hier? Da haben wir zum Beispiel eine ganz andere morbide Platte als hier. Das nervt mich irgendwie so ein bisschen. Deswegen will ich die nochmal ersetzen. Auch wenn wir da immer so ein paar Sachen durch verlieren, aber triggert mich halt schon hart. Aber gut, jetzt ist das Richtige hier. Ja, so an sich läuft es auf jeden Fall richtig gut mit der Kolonie. Ich denke, so viel müssen wir da gerade auch gar nicht machen. Das läuft soweit eigentlich ganz gut. Wir brauchen noch das eine Ritual. Da haben wir auch bald genug Braumeindruck für, aber sollten wir noch ein bisschen warten, bis das schöner ist, ja. Und dann können wir hier konvertieren. Da freue ich mich schon drauf. Tja, was ich komplett vergessen hatte, war das Krankenhaus. Habe ich jetzt aber nachgeholt. Das Krankenhaus ist hier ein bisschen enger. Gigitti. Da müsste man leider mit leben, dass das hier alles so ein bisschen enger auf, ne, zusammengedrückt ist. Aber es wird funktionieren. Es wird seinen Zweck erfüllen. Das ist das Wichtigste. Und dementsprechend nicht ganz so schlimm. Aber, ne, wir erforschen gerade auch die sterilen Materialien. Dann können wir das da auch schön fertig machen. Ich würde allerdings sagen, dass wir auch bald was verkaufen sollten. Das heißt, wir sollten ein paar Sachen herstellen, die uns da voranbringen. So, wir haben aber wenig Leder, beziehungsweise gar keins mehr, deswegen sollten wir mal ein bisschen jagen gehen. Wäre vielleicht mal ganz gut. Wie wäre es denn mit Hirschkühen? So, die ganzen Hirsche können wir abknallen. Dann haben wir allerdings hier ein ziemlich volles Lager wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir es doch lieber lassen. Wir können es aber auch so machen, dass wir Alpakas zum Beispiel zähmen. Die bringen richtig gut Wolle. Das wäre eine Möglichkeit. Können wir hier irgendwo ab vom Schuss so ein kleines Feld machen für die? Ich glaube, die werden auch nicht so oft angegriffen. Angeblich im Zaun werden die nicht so oft attackiert. Von daher können wir die auch ein bisschen ab vom Schuss machen. Um,
Wo wurde das denn überhaupt reingepackt? Hier, Zaun, okay. Wir können es auch hier unten machen, da werden wir jetzt nicht wirklich was hinbauen, denke ich. Meisterwerk. Bett aus Holz, meisterlich, sehr schön. So, da kommt die Medizin rein. Perfekt. Und ja, ansonsten nimmt alles Gestalt an, ne? Alles wird langsam genauso, wie wir es haben müssen und wollen. Das Gute ist halt, dadurch, dass ich hier alles so schön zusammenbaue, brauche ich nicht viel. Ich brauche nicht viel an den Laufwegen machen. Da vorne können wir eigentlich glätten. So, damit er hier ein bisschen schneller ist, habe ich das mal drinnen gemacht. Also hier halt so einen ganz kleinen Raum für gemacht, aber muss man eigentlich auch nicht, denke ich. So, da drinnen noch ein bisschen was an Beleuchtung. Und dann sind wir eigentlich da auch schon so weit set. So, da die allerdings da auch drin Strom brauchen, würde ich sagen, dass wir hier auch nochmal Strom reinlegen. Ein Jagdrevier. Pemmikan und... Oh, Blaufelle. Das ist interessant. Das finde ich wirklich interessant. Weil Fell ist immer gut. Fell ist immer gut. Ich würde sagen, wir können mal Sephiroth und Pim hinschicken. Fernkämpfer. Ja, ne? Steinbockfleisch. Wir haben so viele Fleischdinger noch. Beeren. Bisschen Reis können wir mitnehmen. Genau, so 200 allerdings nur. Haben wir noch genug zum Mitnehmen? Haben noch genug Essen? Mehr als genug? Ihr braucht eigentlich gar nicht so viel. Eher 100. 3 Tage? Ja, das reicht. Das reicht locker. Pim, Pearly und Sephiroth. Ja, macht ihr mal. Ach, ich finde das so schön, dass so kleine Events immer in der Nähe sind. Das freut mich immer total. Glattes Leder. Pemmi kann richtig viel hier vorne. Aber das können wir gleich als nächstes holen. Weil hier haben wir ganz viel Pemmikan. Können wir gleich rübergehen, da auch noch holen. Da haben wir 2 Leute. Hier haben wir auch 2 Leute. Eventuell, wenn wir die gut schaffen, können wir die Leichen zurückbringen und dann dahin oder vielleicht auch einen mitnehmen. Das, ne, bleibt uns dann ja völlig überlassen, wie wir das machen. Auf jeden Fall, wenn wir 2 Gegner haben. Das sind die blauen, ne? Warte mal, warte mal. Wir müssen mal eben kurz unsere Chancen abwägen. Wäre vielleicht ganz intelligent. Und zwar bei der Natcha-Familie, die sind neutral. Das ist nicht cool, die werden uns dann nicht mehr mögen. Bonhin, okay, dann machen wir nur den einen hier. Ich hoffe, dass die keine guten Waffen haben. Das wird nämlich scheiße sein, wenn die gute Waffen haben. Dann haben wir ein Problem. Können allerdings einen noch hinterher schicken, den Bongo. Das wäre mir persönlich eigentlich ganz lieb, wenn wir den nochmal hinterher schicken. Ja. Der wird nicht lange brauchen, zum Glück, der ist alleine. So, der läuft auch gleich los. Ah ne, ist er gar nicht. Der holt gerade seine Sachen hier, der Bongo. Jetzt ist er weg. Jetzt haut er ab. Nur 3 Tage.
fusionieren. So. Ne, better safe than sorry. Wir kennen das ja schon. Das muss nicht sein, dass wir da irgendwie was riskieren. Rabe haben wir auch noch hier, falls wir ein bisschen Schutz brauchen. Ne, können wir den vorschicken, dann macht er hier einen auf. Das geht schon, denke ich. Wir werden mal eben abwarten. Ich hätte jetzt auch einen Cut machen können, aber ich warte jetzt eben ab, bis der Angriff stattfindet. Und da kommt er auch schon. Ja, das ist jetzt die große Frage, wie stark die Gegner hier sind. Also erstmal haben wir hier ein paar Leichen, das ist gut. Die können wir mitnehmen zum Essen. Können wir dann öffnen, mitnehmen und verputzen. Das ist gut. Also haben wir noch ganz viel extra Fleisch rumliegen. Und Menschenhaut. Menschenhaut ist eigentlich viel wichtiger. Und wir brauchen bald einen Koch, weil wir haben so viel Essen. Können das gut, gut benutzen hier. So, das Problem ist, dass wir hier unten wir brauchen eine gute Position zum Angreifen. Erster Down. Rückzug. Er ist in 14 Stunden tot. Da können wir warten. Ne, sage ich ja. Da können wir ruhig warten, das ist kein Problem. Oh, das sieht gut aus. Ganz viel Maffe los. Kann die mal eben einer verarbeiten? Gut, die anderen können wir eben die Folterkäfer öffnen hier. Oh! Oh, warte! Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das Blaufell, da haben wir nämlich wirklich sehr viel Blaufell, wie ihr seht. Das ist nicht so viel, wie eben angegeben wurde, sondern deutlich mehr. Das können wir alles mitnehmen. Und die Leichen mitzunehmen, hätte viel zu lange gedauert. Das müssen wir eben kaputt machen. Komm, einen Schuss noch. Sehr schön. Wir müssen eigentlich da oben rein, aber ich möchte eigentlich nicht erwischt werden von dem Geschütz hier. Perfekt.
müssen wir eben die Folterkäfige aufmachen. Da kriegen wir nämlich noch Leichen raus. Die können wir dann futtern oder mitnehmen halt, ne? Es ist so schön, Kannibale zu sein. Das Fleisch von den anderen Tieren können wir, glaube ich, hier lassen. Ich brauche nur das Fell eigentlich. Und die Menschenhaut von denen hier. Oh ja, stimmt. Schlachte Kreatur, das können wir eigentlich auch hier machen. Dann können wir mal eben die anderen Leute hier schlachten. Die Lampe. Also ihr seht, man kann ja jetzt verdammt viel machen. Wir haben eigentlich voll viel hier bekommen. Die ganzen Leichen können wir verarbeiten. Ey, du sollst das benutzen und nicht kaputt machen, bis du irgendwie... Oh gut, ich habe einen falschen Befehl gegeben wahrscheinlich. Aber voll geil. Voll geil. Ja, wenn du keinen Bock hast, kannst du dich ja hier hinlegen. Ist ein freies Bett. Brauche Material. Ja, wir haben hier überall Leichen rumliegen, da. Kein Weg. Wie kein Weg? Ah, weil das nicht unser Besitz war, konntest du da nicht mehr raus. Ach so, ja, jetzt schlachtet sie aber die Leute und wir können gleich die Haut mitnehmen. Ach, verdammt. Können wir irgendjemanden mit Kochen beauftragen, mal eben? Kochen hier, das ist Sephiroth, ne? Genau. Kann das mal eben ganz schnell machen, weil wir brauchen unbedingt hier... Wir müssen unbedingt weg hier. Wir haben hier so viel Haut und alles. Komenos, die Verlorene. Können wir uns gleich angucken. Ich möchte erstmal die ganzen Leute hier verarbeiten. Oh, das ist so brutal, ne? Das ist so brutal, ey. Aber man kann, wenn man Kannibal ist, auch so viel draus machen. Man kann einfach alles hier nutzen, die ganzen Sachen. Und wir haben so viel Menschenhaut. Seht ihr das hier? Wie viel Menschenhaut wir hier einfach bekommen. Das ist so broken. Alter Schwede. So, das reicht mir. Jetzt hauen wir ab. Das hat sich richtig gelohnt. Das hat sich sowas von gelohnt. Also nicht nur, dass wir Essen bekommen haben, sondern wir haben Bauteile, wir haben richtig viel Menschenhaut, richtig viel Blaufell gekriegt. Wir haben super Proviant bekommen. Einfache Mahlzeiten, Menschenfleisch ohne Ende. Ja, richtig viel Menschenfleisch hier bekommen. Muffalo-Fleisch braucht man nicht, Reis braucht man auch nicht. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was zum Mitnehmen. Burkas könnten wir theoretisch mitnehmen, wollen wir natürlich nicht. Ne, nehmen wir die Waffen nur mit, alles was einen halbwegs einen guten Wert hat. Die Smoke Pops könnten wir mitnehmen. Smoke Pop Pack, so. Richtig geil. Urangeschütz, okay. Und das war's. Aber ey, wir haben so viel Menschenhaut, so viel Blaufell. Liebe. Einfach Liebe. Und wir haben nur einen Tag Reisezeit. Wow. Einfach top. Da haben wir heute richtig abgegriffen hier. Aber richtig. Und wegen der Unterstützung müssen wir gleich mal gucken, ob wir die annehmen werden. Also eigentlich ist sowas ja wirklich gut, ne? Die wurde verbannt. Ja gut.
Ah, Pyromane. Nachteule aufreibend. Was können wir denn mit der machen? Ich habe da schon so eine Idee, was wir mit der machen werden, aber erstmal können wir sie ja einsetzen. Zum Beispiel für Bergbau, für Kunst theoretisch auch, aber wir brauchen eigentlich momentan keine Kunst. Nicht wirklich jedenfalls. Stimmt, Handwerk kann sie auch machen. Kann sie da ein bisschen aushelfen? Beziehungsweise eher, oder? Nee, weiblich, 71. Gut, dann würde ich sagen, meine Lieben, für heute war es das dann mal. Das war echt cool. Also der Angriff war cool und vor allem, wie viel wir bekommen haben. Es ist unglaublich. So viel Menschenhaut, so viel Blaufell. Richtig heftig. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und Tschüss und Däumchen nicht vergessen.